Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Sams Fußball Channel. Ich bin Sam und in dem heutigen Video geht es um den VfB Stuttgart. Ja, ihr seht schon am Titel, der VfB Stuttgart, die Überraschungsmannschaft dieser Bundesliga-Saison. Meiner Meinung nach hätte keiner damit rechnen können, dass der VfB Stuttgart so gut in der Tabelle steht und die Klasse halten wird, beziehungsweise solide in der Bundesliga bleiben wird. Denn der VfB Stuttgart hatte letzte Saison ein schwieriges Zweitliga-Jahr. Man ist so mit Ach und Krach gerade aufgestiegen auf Platz 1. Ist zwar Meister geworden, aber so gerade eben nur. Und deshalb war es, beziehungsweise Bielefeld ist, glaube ich, Meister geworden. Das tut mir leid. Nein, Stuttgart so eben mit Ach und Krach nur aufgestiegen. Und deshalb konnte man nicht damit rechnen, dass sie in dieser Saison so gut stehen werden. Schauen wir jetzt mal erstmal zu Beginn auf die Aufstellung des VfB Stuttgart und da spielen sie mit einem 3-4-3. Damit konnte man nicht zu Beginn der Saison rechnen, aber dieses System hat sich unter Pellegrino Materazzo bewährt und sie stehen sehr gut mit diesem System, spielen sehr stark, es geht schnell nach vorne, wenn sie den Ball gewinnen, mit langen direkten Pässen, meistens auch über die Flügel die Seitenlinie entlang. Und in der Defensive steht man kompakt und versucht aber teilweise auch den Gegner mit einem Pressing unter Druck zu setzen. Im Tor hat sich mittlerweile Gregor Kobel bewährt. Der steht im Kasten und macht da eine sehr solide Rolle, spielt eine sehr gute Saison und hat bis jetzt nur 34 Gegentore kassiert. Das ist völlig in Ordnung, denke ich, für eine Zweitligamannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist. Dann hat man in der Verteidigung Waldemar Anton, der von Hannover gekommen ist. Mavropanos heißt der, glaube ich, der Grieche, ausgeliehen von Arsenal. Und in der Innenverteidigung dann noch Pascal Stenzel, der ja von Freiburg gekommen ist. Die drei Innenverteidiger machen eine sehr gute Rolle und halten zusammen mit Gregor Kobel oft den Kasten dicht. Mit Wamangituka, Mangala, Endo und Sosa vier starke Mittelfeldspieler, definitiv. Wamangituka in einer überragenden Form mit 11 Toren und 3 Assists. 14 Scorer mittlerweile, damit der beste Stuttgarter Spieler. Auf der linken Seite hat man mit Sosa einen, der ja für die Flanken sorgt. Die soll nämlich auf Kalajdzic kommen, zu dem komme ich später noch zu sprechen. Sosa meiner Meinung nach auch richtig stark, sehr schöne Flanken, powert da auf der linken Seite. Im Zentrum hat man dann mit Endo und Mangala zwei, die das Mittelfeld dicht halten. Sie arbeiten sowohl nach vorne wie auch hinten. Ja, sie halten das Zentrum kompakt und sind richtige Arbeiter im Mittelfeld für Stuttgart. Vor dem Sturm hat man dann mit Klimovic, Castro und Gonzalez oder Kalajdzic drei Offensivmänner, die vorne für die Tore sorgen. Kalajdzic in dieser Saison mit 8 Toren und 4 Assists, also auch er richtig stark. Von ihm bin ich mittlerweile ein richtiger Fan geworden, denn er ist mit seiner Größe nicht nur sehr kopfballstark, sondern auch mittlerweile echt verdammt schnell und hat eine gewisse Grundtechnik. Kalajdzic, wie gesagt, gefällt mir in dieser Saison sehr gut und ich bin gespannt, wie er sich bei Stuttgart noch weiterentwickeln wird. Außerdem hat man mit Gonzalez einen weiteren Techniker, der für die Spieleröffnung in dem letzten Drittel sorgt. Und so hat man einen Spielmacher, der aber auch sehr torgefährlich ist. Gonzalez erinnert mich so ein bisschen an James Rodriguez, der auch Linksfuß ist. Und er zieht immer wieder in die Mitte und versucht dann seine Mitspieler entweder mit Assists zu füttern oder selbst Tore zu erzielen. Außerdem hat man mit Castro und Didavi zwei weitere, die mit einer gewisseren Erfahrung sorgen können. Sie haben schon mehr Bundesligaspieler auf dem Buckel und können den Jungen zeigen, wo es lang geht. Ich finde den VfB Stuttgart einen perfekten Mix zwischen Jung und Alt und ich finde, sie spielen einen sehr attraktiven Fußball in der Bundesliga. Schreibt eure Meinung unten gerne in die Kommentare zum VfB Stuttgart, das würde mich sehr interessieren. Das soll es vom heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos, auch das würde mich sehr freuen. Ihr wisst Bescheid. Das war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal und ciao.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.